Jo, willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Testserver. Und ja, ich habe mich dazu entschieden, weil auch schon die Anfrage kam, ob ich das nicht zeigen möchte. Beziehungsweise, weil da, ja, jemand auch neugierig ist, wie das aussieht. Dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, aber du darfst dich jetzt an der Stelle angesprochen fühlen. So, da stellen wir einmal da. Und wir fahren mal den Altes Tor, ja. AK Großer Kurfürst. So, ab ins Gefecht. Ich hoffe, wir warten jetzt nicht zu lang. Nein, wir kommen sogar direkt rein. Cool. Ich kann euch sagen, es sieht interessant aus. Dam, dam, dam. Dam, dam. Genau, da ist natürlich. Was? Haben wir gerade zwei Flugzeugträger? Kann ja gar nicht sein. Nee, oh, ich dachte gerade schon. Ja, da haben wir die Punkte A, B und C, ne? Wie man es normal kennt. So sieht die Atmosphäre hier aus. Vielleicht kommt ja noch eine weitere Map auch noch dazu, man weiß es nicht. Glaube ich jetzt zwar nicht, aber möglich wäre es. Und das Blaue da, manchmal ist es auch. Obwohl, nee, das Blaue ist so ein Psi-Feld, wo auch Meteore sind. Was eben so ein paar, ja, Nachteile bringt, ne? Ja. Und, irgendwas wollte ich noch sagen. Achso, genau. Es gibt aber auch einen Gefechtstyp. Gleiche Map. A, B und C sind so in einer Reihe und da kommt das Psi-Feld von der Seite mit den Meteoriten. Und ist dann gelb. Ah, da. Ah, da. Ist ja nett von dem. Da erklärt er gleich mal, wer welches Schiff was ist. Ha, läuft bei dem. Naja, brauche ich für euch ja gar nicht mehr machen. So, da hinten sind schon die Gegner. Vielleicht werden wir nachher. Ah ja, stimmt. Die Schiffshörner hören sich auch anders an. Ne, hört er? Das hört sich total anders an als bei, ja. Genau. Als beim Original, so. Und diese hier laufen auf Tier 7, vielleicht auch nur fürs Event. Vielleicht war das programmiertechnisch nicht anders. Möglich. So, AP-Mumpeln sind grün und, also, ja. Und HE sind wie immer so gelb. Ja, was machst du da? Oh, Zitadelle, wunderbar. Wo ich nur ungefähr geschossen habe. Das ist doch wunderbar. So, jetzt dreht er weg. Na, wir müssen eh noch nachladen. Wir sind auch unentdeckt, ne? Ist klar. Das ist der AFK? Gucken wir mal. Das sieht so komisch aus da bei dem. Nee, Quatsch, da kann er gleich AFK sein, weil dann werde ich an der Stelle da unten. Ach ja, und wenn ihr das hier mit Flugzeugträger spielt, müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht so lange da drin seid, weil dann das tötet nämlich auch eure Flugzeuge. Nur so zur Info. Also nicht, dass ich das schon mal erlebt hätte. Also jetzt im Prinzip habe ich wirklich noch nicht erlebt, aber ja, es stand ja auch auf der Seite dabei, wo ich es euch vorgelesen habe. Garantiert wird das jetzt keine Zielte, obwohl ich jetzt extra dafür so gezielt habe. Ja gut, aber dafür 8000 Pfund. Das hört sich so ein bisschen an wie so ein lustiges Spiel von damals, wo man so mit Highscore und so eine blip blip blip. Wisst ihr, was ich meine? Das. Also ich finde es ganz nett gemacht. Also so dafür, dass eigentlich nur was für ein Aprilscherz ist, ist das ganz. Achso, wir haben noch gar nicht nachgeguckt. Ist das eigentlich ganz nett gemacht? Ja, jetzt fokussen sind natürlich mich, ist logisch. Oh, Zitadelle, wunderbar. Ja, und die Stimmen hören sich auch so blechern an. Ja, ist so. Na, fahren wir mal ein bisschen
Langsamer nicht, dass der uns hier noch anzündet, hier, der Kollege. Ja, ach komm, wir düsen einfach vorbei. 7-6. Ja, genau, das wollte ich eigentlich vermeiden, aber egal. Macht ja nichts. Ich frage mich, wo die feindlichen Flugzeuge sind. Ich glaube, der ist AFK. Weil ich habe doch gar keine feindlichen Flugzeuge auf der Map gesehen. Wenn ihr welche schon auf der Map gesehen habt oder irgendwo fliegen, dann ja, schreibt es einfach in die Kommentare. Zitadelle! Wow, Mensch, ich bin ja heute wieder der Zitadellenmaster auf Doom! Jawohl! Wenn das mal immer so wäre. Oh, jetzt kommt was geflogen. Lol, das ging ja wohl an dem. Ja, das Ziel ist nämlich ein bisschen, weil es spiegelt sich hier auch so ein bisschen. Oder man kann nämlich unter Wasser. In Anführungsstrichen, unter Wasser gucken. Und ja. Das ist dann immer ein bisschen. Achso, was ich euch auch noch nicht erzählt habe, das Psi-Feld, einmal auf der Map von da und das andere eben von da, auf der anderen Map. Ah, da ist ein Flugzeug. Okay, ich nehme alles zurück. Ja. Torp. Das Schlimme ist, man sieht die Torps hier sehr schlecht. Da. Nein! Oh, Glück gehabt. So. Was wollte ich sagen? Achso, ja, genau, die wandern nämlich. Wollte ich nur mal so sagen. Genau. So, jetzt erstmal wieder Position, weil wenn, dann würde ich wirklich komplett alles abfeuern. So. Jetzt war ich auch rum. So, ein bisschen weiter vorhalten. Na, wird das was? Nein, das wird nichts. Okay, dann halt nicht. Na, schon wieder Flugzeuge. Oder der Typ ist verspätet reingekommen. Das kann auch sein. Drei Leute ist hier noch auf mich. Was? Wie drei? Das ist aber unfair. Kollisionswarnung ist auch anders. Genau. Ja, der dreht jetzt ein, um eine Zita zu vermeiden. Ich hoffe, den treffe ich jetzt blind. Jawoll, versinkt. Ja, und das Brennen hört sich und sieht auch anders aus. Das ist nämlich so ein Flimmer da, seht ihr da vorne. Also wir können ja mal die Sekundärgeschütze ja mal ein bisschen beanspruchen, ne? Hab ich ja extra gemacht, ja. Hab ich ja extra dafür geskillt, ne? Hab ich ja komplett vergessen. Finde ich lustig. Ja, sprich, sobald dann der Insel aufgetaucht ist, sollten wir einen sollten wir? Okay, dann halt nicht. Finde ich ja lustig. Ah, jetzt! Eigentlich müsste das ja schon bei 9 Kilometer losgehen, aber okay. Ja, jetzt geht es. Jawohl, weg ist er. Ist ja nur noch der da und der eine und der Flugzeugträger, ne? Ist ja nett. Das ist nett. Ja. Jawohl.
15.000. Warum läuft das nicht immer so, ne? Mal ganz ehrlich, warum läuft das nicht immer so? Wir ein AFK-Menschen? Nee, doch nicht. Dafür ist das so gut gedamaged. Ja. Der hat's, glaube ich, gleich hinter... Jo, der hat's jetzt hinter sich. Boah, jetzt brauchen wir nur noch gucken, wo der CV ist. Ah, ich glaube, vorher haben wir noch gewonnen, ehe wir den wegkommen. Ja, easy battle, ja, aber wirklich. Ja, GG und so weiter. So muss das laufen. So kann es immer laufen, auch auf dem Live-Server. You fucking Noob. Wirklich. Jawohl, er könnte den ja mal irgendwie spotten, ne? Ist klar. Auf jeden Fall kommen sie aus der Richtung, wo wir hinfahren. Ah, davon ist er ja. Jawohl. Davon ist er. Ach, schade. Schon vorbei. Ja. Hat sich doch gelohnt. Da, ja, okay, sehe ich ein. Jo. Jo, wir haben was gerissen. Drei Zitas, einmal ein Kill und ja, das. Ja. Ich bin zufrieden. So, und ich hoffe, euch hat. Hallo? Ja. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen, nachdem wir den Container eingesammelt haben. Und Container. Ja, Container, komm, ja. Oh, eigentlich wollte ich den Hafen wieder, weil ich habe den wieder auf normal, weil das Bild von dem Weltraum ging mir nämlich auf den Geist so ein bisschen und ja, egal. Ihr habt ihn ja gestern gesehen, wie aus. Oh ja, warum nicht? So. Gut für Zerstörer. So. Genau, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und... ihr wisst jetzt, wie es aussehen wird, wenn dann der April da ist. Höchstwahrscheinlich werden wir aber uns das nochmal beim zweiten Testdurchlauf nochmal angucken. Vielleicht sogar mit anderen Schiffen. Hoffe ich mal. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye.